Zur Unfallursache können wir im Moment noch nichts Genaues sagen. Wir wissen, dass zwei Fahrzeuge aus Richtung Bingen in Richtung Ingelheim unterwegs gewesen sind. In Richtung Bingen ist ein Fahrzeugführer unterwegs gewesen, kam aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr rein. Es kam zur Frontalkollision. Alle Fahrzeuge sind beteiligt gewesen. Zwei wurden in den Graben geschleudert. Bei dem Unfall wurden nach unseren bisherigen Erkenntnissen zwei Personen getötet, zwei schwer verletzt, darunter ein Kind und ein Taxifahrer leicht verletzt. Also wir können im Moment zum Unfallhergang noch keine Angaben machen. Wir müssen erstmal abwarten. Der Experte von der DK ist da, also der Gutachter. Der wird die Unfallstelle jetzt ausmessen und untersuchen, die Fahrzeuge, sodass wir jetzt im Moment noch nichts zur Unfallursache sagen können. Wir warten jetzt mal ab, die Ergebnisse. Derzeit müssen wir zuerst mal noch die Angehörigen verständigen. Wir müssen ermitteln, wer die Fahrzeugführer waren. Das ist im Moment sehr schlecht, weil wir, wie gesagt, zwei getötete Personen haben und wir nur anhand von den Kennzeichen feststellen können, wer die Halter der Fahrzeuge sind.